Heute ist die Gang unterwegs. Yo, 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 was geht ab? Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Sonntag. Es ist 10:30. Ja. Es ist schon fast Mittag. Aber was soll man machen? Wir sind unterwegs zum Frühstücken. Wir laufen gerade die Straße hier wieder runter. Wir haben da einen kleinen Laden entdeckt, bei dem wir schon mal was gegessen haben. Und diesmal nehmen wir euch mit und zeigen euch, was es da so für Leckereien gibt. Seid gespannt! So, Schatz, was machen wir denn hier? Wir klauen uns dann Wohnungen und fahren. Ich glaube eher, dass du nach Häusern guckst. Unser Frühstück ist da. Käse, Gurken, Tomaten, Schokolade und Honig. Der Tee darf natürlich nicht fehlen. Dann haben wir hier noch einen leckeren Nachtisch. Einen sehr leckeren Nachtisch mit Sesampaste. Dann haben wir hier noch ein bisschen Marmelade, Oliven, Eier, Butter. Böllig mit Käse. Ein Simit, bisschen Brot, bisschen viel Brot und nochmal ein bisschen Backwaren. Ja, und was zu trinken. Dann wünschen wir uns mal einen guten Appetit. Wegbeschreibung, Kerstin erklärt, schlecht, und Ilias versteht, noch schlechter. Ja, wo sind sie denn, Ilias? Die Türme. Die Spitzen. Nee, ich sehe auch kein Starrisch wieder. Da kommt von der Rutsche oben, das ist blau. Hast du gesehen, Ilias? Ich sehe nur da so Spitzen. So. Das ist das Schlachtfeld, was noch übrig geblieben ist. Obwohl es so ein Frühstück für eine Person war, war es noch ein bisschen viel. Vom Brot konnte man kaum was essen. Wir hatten aber auch schon viele Börek und so weiter dazu bestellt. Aber wir sind alle glücklich und zufrieden. Und jetzt schauen wir, was der Tag noch so bringt. Jetzt wieder auf dem Heimweg. War lecker. Wir sind pappsatt. Und gekostet hat das Ganze 141 Lira. Aktueller Kurs ist 1:17. Also könnt ihr euch ausrechnen, was es war. Ansonsten, das Frühstück war für eine Person eigentlich. Also zumindest die Frühstücksplatte. Wir haben ja noch drumherum die Sachen gehabt, habe ich ja schon gesagt. Und die kann man auf jeden Fall zu zweit mit kleinem Kind essen. Von der Menge her absolut ausreichend. Wenn du zwei geholt hättest, wäre es ein bisschen zu viel. Hätten wir rausrollen müssen. Das muss ja auch nicht sein. Ja, ansonsten die Location an sich ist halt, ja, ist halt an der D400. Ist ein bisschen laut, immer wieder mal, wenn die Autos vorbeiballern. Ist jetzt keine Location mit super Aussicht und so weiter. Da gibt es definitiv schönere, aber es ist lecker. Die Leute kommen halt auch gerne mal kurz mit dem Auto vorbei, packen sich ihre Sachen ein und hauen dann gleich wieder ab. Also absolut empfehlenswert. Wie man so schön sagt, Daumen hoch.